Die Corona-Krise stellt die Erinnerungskultur vor neue Herausforderungen. Das Gedenken an Julius Hirsch und weitere Opfer des Nazi-Regimes ist in diesem Jahr an der Erinnerungsstele am Karlsruher Hauptbahnhof nicht möglich. Zumindest nicht als Gedenkveranstaltung mit vielen Menschen. Digitale Medien prägen aber nicht nur die heutige gesellschaftliche Kommunikation, sondern bestimmen auch zunehmend unser Verständnis der Vergangenheit und schaffen neue Formen des Erinnerns. Uns ist es wichtig, auch in Pandemiezeiten dem Karlsruher Fußballpionier Julius Hirsch und weiteren Opfern der Nationalsozialisten zu gedenken, denn gerade in der aktuellen Zeit brauchen wir eine lebendige Erinnerungskultur. Es werden Judensterne aus der NS-Zeit getragen, auf denen das Wort ungeimpft steht. Männer in KZ-Häftlingskleidung halten Schilder hoch mit der Aufschrift Impfen macht frei, in Anlehnung an den Spruch Arbeit macht frei über den Eingängen der Konzentrationslager. Gegner der Corona-Beschränkungen setzen sich mit Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus wie Sophie Scholl oder mit verfolgten Juden wie Anne Frank gleich. Solche Vergleiche setzen die Corona-Politik mit der Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten gleich und verhöhnen so die NS-Opfer auf das Schlimmste. Die Corona-Leugner- und Querdenker-Demonstrationen zeigen uns, dass die bloße Kenntnis von Namen und Ereignissen der Geschichte nicht ausreichen. Jeder von uns muss historische Prozesse, insbesondere ihre Ursachen und Folgen, verstehen. Ja, die Erinnerungskultur weist Defizite auf. Denn meist beschäftigen wir uns nur damit, uns mit den NS-Opfern zu solidarisieren, statt danach zu fragen, warum diese Menschen zu Opfern wurden. An Julius Hirsch dachte lange Zeit niemand, doch auch er wurde von den Nazis ausgeschlossen, deportiert und ermordet. Julius Hirsch war ein Karlsruher Fußballheld, dessen gebückter Laufstil in ganz Deutschland bekannt war. Jula, wie man ihn auch nannte, wurde am 7. April 1892 als Sohn einer deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Schon von klein auf ist der Fußball seine größte Leidenschaft. Auf dem Engländer Platz traf er sich regelmäßig mit anderen Kindern und Jugendlichen, um gegen den Ball zu treten. Ein Jahr später debütierte Jula in der Nationalmannschaft und erzielte gegen Holland in seinem zweiten Spiel 4 Tore. Mit der Spielvereinigung Fürth wurde Hirsch 1914 erneut deutscher Meister. Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte er zurück nach Karlsruhe und wieder in die Reihen des KV. Das Spieljahr 1922-1923 war für Hirsch die letzte aktive Saison als Stürmer. Der 31-Jährige blieb dem KV aber noch weitere Zeit verbunden, saß im Spielausschuss und trainierte die Jugend. Jula war nicht nur in Karlsruhe bei den Fans beliebt, sondern hat deutschlandweit für Aufsehen und Begeisterung gesorgt. Doch diese Zeiten sollten bald vorbei sein. Auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 folgte die Gleichschaltung aller Bereiche der Politik und Gesellschaft. Darunter fiel auch der Sport. Der Deutsche Fußballbund, DFB, schloss Juden aus den Vereinen aus, denn Angehörige der jüdischen Rasse seien nicht mehr tragbar. Nachdem Julius Hirsch den Ausschluss aus der Presse erfuhr, verkündete er schweren Herzens den Austritt von seinem geliebten KFV. 1943 bekam Hirsch die amtliche Aufforderung, sich zum Arbeitseinsatz im Osten zu melden. Am 1. März 1943 musste er sich auf Anordnung der Gestapo mit 11 weiteren Juden am Karlsruher Hauptbahnhof einfinden und wurde im Zug nach Auschwitz gebracht. Die Spur von Julius Hirsch verliert sich 3 Tage später, am 3. März 1943 in Dortmund. Der Zug legte dort einen Zwischenstopp ein und er nutzte die Gelegenheit, um seiner Tochter Esther eine Geburtstagskarte zu schreiben. Meine Lieben, bin gut gelandet. Es geht gut, Julius. Komme nach Oberschlesien, noch in Deutschland. Herzliche Grüße und Küsse, euer Jula. In Auschwitz angekommen, wurde Julius Hirsch vermutlich schon kurz nach der Ankunft ermordet. Am 23. Juni 1950
erklärt das Amtsgericht Karlsruhe Julius Hirsch, geboren 1892, deportiert 1943, für tot. Das rechtskräftige Urteil ergeht am 20. September. Als Sterbedatum wird der 8. Mai 1945, 24 Uhr, festgelegt. Es ist jener 8. Mai, an dem Deutschland kapituliert hat. Anna Rosalie Ditsch, geborene Deichmann. Elisabeth Pauline Sarah Hachenburg. Cornelie Löb. Friederike Sarah Rogo. Elsa Bertha Rosenberg. Sarah Bertha Schweizer. Rosa Sarah Schweizer.